Mr. Spallacci? Was soll ich machen? Anscheinend weiß sie von nichts. Wir brauchen sie nicht mehr. Halt mir diese Knarre nochmal vors Gesicht und ich schieb sie dir in... Tut mir leid, Lady. Ist nichts Persönliches. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 4. Ja, beim letzten Mal haben wir uns hier ein bisschen Zugang verschafft. Und den wollen wir jetzt ausnützen. Und durch diese Tür war es, glaube ich, gehen. Durch diese immer noch nicht. Mal schauen, was uns da erwartet. Oh Moment, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oder täusche ich mich da? Oh Moment. Das sah auch schon so verdächtig aus. Türstopper, um die Tür aufzuhalten. Ein Türstopper, um die Tür aufzuhalten. Ah, okay. Ich dachte gerade, da stand auf und zuzuhalten. Die Tür zufallen. Die Tür ist nicht auf. Okay, und was haben wir hier? Ein Lichtschalter. Mach mal an. Oder aus, okay. Nee, mach wieder an. Ich will ja auch was sehen, wo ich hinlaufe. Okay, es kam mir doch nicht bekannt vor. Hätte auch irgendwo keinen Sinn gegeben. Noch ein Türstopper, um die Tür aufzuhalten. Und noch eine Tür, okay. Nee, dann nehme ich doch erstmal die drüber. Und schauen wir mal. Eine stämmige Sicherheitstür? Mit einem altmodischen Schloss verschlossen. Da hilft keine Hackerei. Schade eigentlich. Aber einen Schlüssel haben wir nicht. Okay, und hier? Abgeschlossen. Ein altmodisches Schloss. Also werden wir irgendwo noch einen Schlüssel bekommen. Hier gibt's nichts. Was gibt's hier? Warte mal! Das habe ich gerade einmal nicht hingeguckt, aber... Wahrscheinlich ist es jetzt verschlossen. Ja. Mr. Spallacci, was soll ich machen? Anscheinend weiß sie von nichts. Wir brauchen sie nicht mehr. Halt mir diese Knarre nochmal vors Gesicht und ich schieb sie dir in... Tut mir leid, Lady. Ist nichts Persönliches. Es geht doch nichts über eine AK-47, der Soldaten beste Freundin. Ich bin jetzt schon eifersüchtig. Wer sind die Kerle? Schätze mal, die Mafia? Dachte ich mir. Sie wollen mich vernichten. Aber das schaffen sie nicht. Ich bin zu clever für sie. Ha! Ich bin Meinert. Und wer sind Sie? Ich bin eine Journalistin. Ach ja? Aus Paris. Ich habe Sie im Fernsehen gesehen. Sie haben über das Gold geredet. Sie waren recht gut. Nein, nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin brillant. Niemand auf der Welt hat geschafft, was ich geschafft habe. Zumindest nicht seit Jahrtausenden. Ein atomiges Gold. Es gibt es. Ich habe es gemacht. Hier! Sie müssen sehr stolz sein. Stolz? Natürlich bin ich das. Die Pharaonen, sie waren die Ersten, wissen Sie? Und Moses, er kannte das Geheimnis. Er machte das Gold wie ich, in der Wüste. Es ist magisch. Es tötet Leute, aber es rettet sie auch. Heilt Krankheiten, löscht aber Millionen aus. Kein Wunder, dass sie Angst hatten. Aber ich nicht. Ich zähmte es. Es ist wunderschön, wissen Sie? Sie wollen es doch nicht stehlen, oder? Nein, ich will Ihre Geschichte erzählen. Der ganzen Welt. Folgen Sie mir. Mein eigener Entwurf. Was meinen Sie?
Es ist erstaunlich, brillant. Ich weiß, das Gold kommt da rein, die Maschine fokussiert die Energie und dann, paff, zack, einatomiges Gold. Jede Menge. Die Ausbeute war fantastisch. Sie wollten so viel, wie ich herstellen konnte. Also machte ich so viel, wie sie transportieren konnten. Wer sind Sie? Meine Kunden. Warum wollten Sie es? Für eine Waffe. Eine große Waffe. Oh, das ist ja schrecklich. Verdammt richtig. Es ist schrecklich. Sie baten mich nicht einmal um Hilfe. Ha! Ist das nicht verrückt? Ich meine, ich liebe Waffen. Ich bin sehr gut mit Waffen. Waffen sind meine zweite Liebe. Nach Gold, was? Nein, nach Frauen. 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 Ich mag sogar das Wort Frauen. Also gab es hier einen Unfall? Nein, diese anderen Männer, die kamen, sie jagten alles in die Luft. Verrückt. 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 Glücklicherweise esse ich das Zeugs. Jeden Tag. Hat mich vor deren Bomben beschützt, wie Sie sehen. Was für ein Glück. Glück? Glück? Sind Sie wahnsinnig? Ich meinte Unglück. Was passierte denn mit Anna Maria? Sind Sie Ihre Freundin? Nein. Oh nein. Sie ist nicht meine Freundin. Ich hasse sie sogar. Gut, ich hasse sie auch. Sie ist eine Hure, eine betrügerische Hure. Nahm all mein Geld, Millionen von Dollars. Sie versteckte es. Ich zeig's Ihnen. Da drin ist es. Es muss da sein. Mein Geld. Aber ich krieg's nicht auf. Hab alles versucht. Wie wäre es... Ja? Wenn wir den Safe in die Zentrifuge brächten. Was? Aber das wäre... Wahnsinn? Totaler! Aber würde es funktionieren? Na klar! Die beste Idee, die ich je hatte! Packen wir es an! Sie. Okay. Komischer Kauz. Jetzt erzähl uns mal ein bisschen mehr. Sind Sie sicher, dass das Ding sicher ist? Keine Sorge, Lady. Dieses Baby kann in den richtigen Händen den Kopf einer Klapperschlange auf eine halbe Meile wegpusten. Und das hier sind die richtigen Hände. Ich fühle mich schon viel sicherer. Sie haben also schon versucht, den Safe zu öffnen? Ich habe ein paar Salven auf ihn abgefeuert, aber er öffnete sich nicht. Und was soll da nochmal drin sein? Der Beweis, dass sie mich betrogen hat. Sie hat mit meinem Gold ein Vermögen gemacht. Ich weiß das. Ah ja. Haben Sie den Prozess selbst erfunden? Ja, komplett. Naja, fast. Anna Maria hatte dieses alte Manuskript. Es war uralt, ägyptisch. Waren ein paar Abkürzungen drin. Aber die brauchte ich nicht. Naja, ein paar. Wo hatte sie es her? Wer weiß. Das hat sie nie gesagt. Vielleicht gestohlen. Die Anna Maria ist ganz schön sass. Erzählen Sie mir mehr über die Zentrifuge. Ich werde ein Gott unter den Menschen sein. Niemand sonst kann einatomiges Gold herstellen. Erzählen Sie mir mehr über das Gold. Ich mache Gold, aber kein gewöhnliches Gold. Oh nein, einatomiges Gold. Sie sagten, das wäre unmöglich. Erzählen Sie mir mehr über das Gold. Ich hab's gegessen, wissen Sie? Macht einen unbezwingbar. Das ewige Leben. Aber wer will das schon? Das hier zu bauen muss ein Vermögen gekostet haben. Oh ja, hat es auch. Millionen. Und wer hat die ausgespuckt? Ha, die geheimen Leute. Psst, nicht den Namen erwähnen. Werde ich nicht. Aber mir können Sie es ja sagen. Wer sind die? Ich weiß es nicht. Es ist ein Geheimnis. Na toll. Sie sahen meine Forschung, gaben mir Geld, damit ich das hier bauen konnte. Sehr verschwiegen. War Anna Maria bei Ihnen? Sie war der Strohmann. Wohl eher ein Strohweib. Eine Strohfrau. Andere haben Sie nicht kennengelernt. Einmal. Einen Typen am Telefon. Hab den Namen vergessen. Wen interessiert's? Ist Geschichte. Ach je. Erzählen Sie mir von der Explosion. Ich war für kleine Jungs. Wollen Sie wirklich wissen, was ich da gemacht habe? Nein, danke. Keine Details nötig. Ich sag's Ihnen trotzdem. Ich habe mir die Hände gewaschen. Also war es ein Unfall.
So ein Blödsinn! Es war Sabotage! Diese Hure Anna Maria! Sie schuldet mir Geld! Warum sollte sie die Fabrik in die Luft jagen? Die Versicherung! Was dachten Sie denn? Sind Sie versichert? Wenn ich darüber nachdenke, nein. Okay. Was war dann mit Anna Maria? Sie betrog mich. Ich machte all das Gold. Sie nahm es. Hat sie nicht bezahlt? Und? Und wenn schon? Es gehörte mir. Haben Sie wirklich keine Idee, für wen sie gearbeitet haben könnte? Wenn ich sie sehe, wird sie bezahlen. Deswegen habe ich ja mein Baby hier dabei. Ja, nettes Teil. Das ist meins. Vergessen Sie das nicht, Lady. Okay. Wirklich ein komischer Kauz. Der Safe ist von alter Bauart und sehr stabil. Ich kenne die Kombination nicht und ich werde nicht anfangen, rumzuraten. Dann halt nicht. So, let's go. Abgeschlossen. Ein altmodisches Schloss. Ja, können wir sonst noch irgendwas machen? Oh. Wir können hier raufsteigen. Warum sollte ich das tun? Oh, wait. Ich kenne die Kombination nicht und ich werde nicht anfangen, rumzuraten. Ich würde gerade sagen, spring rüber, aber vielleicht kannst du... Ah. Sportlich, sportlich. Eine Art Rollband. Wahrscheinlich, um die großen Trichter zu bewegen. Damit weiß... Das wäre keine so gute Idee. Sie nichts anzufangen, aber okay, wir sind jetzt hier hoch, dann gehen wir da runter und dann können wir da vielleicht aufmachen, oder wie? Abgeschlossen. Ein altmodisches Schloss. Okay, da ist er aber innen. Aber durchs Fenster können wir nicht mit dem reden. Alles klar. Was hier ist? Ist das etwa jene Tür? Verschlossen. Wahrscheinlich ja. Aber uns fehlt ein Schloss. Nicht ein Schloss. Ein Schlüssel. Danger. Hier geht nichts. Zumindest im Moment. Ja, dann muss ich da wahrscheinlich wieder hoch. Ich glaube nicht, dass ich hier innen irgendwas machen kann. Nee. Eher nicht so. Dann gehen wir wieder hoch. Oh. Kühle ich einmal nebenbei auf die Zeit, schon fällt man runter. Kann ich da... Nee? Das ist ein Kontrollpult für den Flaschenzug da oben. Sieht alt und außer Betrieb aus. Das Kontrollpult funktioniert, aber die Kette scheint festgerostet. Ja, okay. Das ist nicht der richtige Weg. Die Kette sieht sehr rostig aus. Hey, hier irgendein Entroster oder so, Motoröl. Ein bisschen Öl über die Kette. Das ist nicht richtig so. Und jetzt geht's oder wie? Okay. Ach so. Ich verstehe. Ja, ich lasse das mal unten. Weil jetzt müssen wir da mit diesem Haken, den wir ja gefunden haben, wahrscheinlich den Safe dran an festmachen. Ja. Und ja, ich würde sagen, das machen wir dann aber im nächsten Part. Für diesen Jahr soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen.
hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Baphomets Fluch 4. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.